Auf geht's, Luigi. 50 Sterne haben wir schon. Das ist eine tolle Zahl, aber ich will noch mehr. Und jetzt können wir weitere aus der Eisvulkan-Galaxie holen. Die ist sowieso relativ episch, deswegen freue ich mich auf die weiteren Stars dort. Im letzten Part haben wir den Secret Star geholt. Wir haben gegen Schatten Mario ein Rennen gewonnen. Und haben den Eisberg erklommen und diesen König besiegt. Und jetzt wandelt sich das Ganze überraschend von Eis zu Feuer. Lavaweg im Land des Eises. Das ist eben das Geile daran. Gut, man kann es natürlich schon am Namen erahnen. Weil das Ganze heißt ja, wie heißt es? Eisvulkan-Galaxie. Vulkan. Ja. Da denkt man doch direkt an Lava. Man hat sie in Mission 1 nicht gesehen. Aber jetzt. Ich werde nur wieder hier am Anfang gelangweilt. Da muss ich jetzt keinen dämlichen Pinguin fangen, aber wir müssen Sternensplitter aus den Kristallen holen. So. Damit wäre das gegessen. Ich gucke jetzt aber nochmal ganz kurz, was da diese Münze auslöst. Oh. Das ist gut. Das ist vor allem sehr, sehr viel. Dankeschön. 30 Stück. Und ich brauche diese Grabber-Sterne gar nicht. Ich komme da auch so hin. Boah, wie das aussieht, oder? Richtig geil. Und da fliegt man jetzt rein. Eigentlich müsste es verdammt heiß sein. Unten Lava, oben Lava. Aber Luigi chillt. Dem geht's gut. Ne, er denkt sich, oh komm, ist ein Nintendo-Game. Tja, passiert mir eh nichts. So, aufpassen. Mann, ey, ich muss den da weglocken, dann komme ich an den Rest ran. Aber das hat zu lange gedauert. Deswegen sind die Sternteile jetzt Geschichte. Ja, und diese Gegner hier, die kommen normalerweise nur im Wasser vor. Aber für Super Mario Galaxy haben sie sich mal gedacht, nee, wir tunen jetzt mal unser Fell, unsere Stacheln und alles, was wir sonst noch so haben. Und chillen in einer Lava-Region. Habe ich es nicht sogar mal geschafft, hier megamäßig abzukürzen? Über so einen kleinen Trick. Aua, was soll denn der Kack? Hör auf damit! Die Kratzen. Alter! Boah, wisst ihr eigentlich, wie knapp ich gerade am Fail war? Wenn ich in die Lava geflogen wäre, hätte ich noch ein Leben verloren. Dabei will ich die ganze Zeit bloß darauf. Gibt es hier irgendwo eine Münze? Vielleicht ist die ja sogar hier. Schauen wir mal. Warte. Luigi. Yes! Sehr, sehr gut. Und jetzt mit einem Long Jump darüber. Da war doch irgendwas. Hier oben. Ich riech das doch. Ich sehe das doch. Ich bin doch nicht blöd. Hoch da. Hm. Sieht so aus, als wären da nur Sternteile. Was machst du eigentlich, Luigi? What the hell? Spring jetzt bloß nicht zu hoch, sonst. Habt ihr den Ladefehler gesehen da hinten? Nein, ich hab dir gesagt, du sollst nicht so hoch springen, du Lappen. Mann. Gott. Ich höre jetzt mal lieber auf mit dem Blödsinn, wenn ich das nicht am Ende wirklich noch abkratze. Hier sind sechs Lebenpilz. Boah. Ich danke so sehr, dass er existiert. Weil ohne ihn, glaube ich, würde ich mich hier noch selbst in die Hölle einweisen. Ich bin so verspielt. Wow, cool. Man hört hier den Stern. Aber eigentlich ist es noch ein sehr weiter Weg bis zu ihm. Jetzt müssen wir Folgendes tun. Hier die Münze berühren. Und spätestens jetzt lernt man auch die Feuerblume kennen. Hey, Betrug! Ich konnte mich gar nicht bewegen! Und der da hinten haut mir eine rein. Zum Na, wartet! Das zahle ich euch heim! Ich lösche eure Familie aus. Naja, da ist Zeug. Sehr gut. So, jetzt wird hier die Fackel angezündet. Und wir können da durchspazieren. Ein richtiges Zelda-Rätsel. Oh, cool. Und ich glaube, wir brauchen gleich nochmal Feuer. Deswegen laufe ich zurück und hole mir eine neue Feuerblume. Weil hier ist es halt so, die geht wirklich nur auf Zeit. Das ist, glaube ich, nur in Mario Galaxy so, dass man eine Feuerblume nur auf Zeit hat. Ja, gut, und in Mario Kart halt.
Aber sonst in den ganzen 2D-Marios ist das nicht so. Aber die Feuerblume wird froh sein, dass sie überhaupt vorkommt. Schließlich hatte sie in Mario 64 und Sunshine keinen Auftritt. Da gab es generell keine Power-Ups. Also in Sunshine nicht. Und in Mario 64 gab es halt diese Cappies. Aber die waren cool, oder? Metall-Mario, Flug-Cappy-Mario und Tarnkappen-Mario. Ja, schon geil. Und hier fliegt eine weitere Blume herum. So, wer jetzt glaubt, wir könnten hier Sternteile farmen, der irrt. Oder? Ja, der irrt, weil man nämlich nur eine oder zwei töten kann von diesen komischen Lava-Igeln. Oder wie soll ich sie nennen? Ich weiß nicht. Ja, wie heißen denn diese Gegner? Stachel-Igel, sagen wir es ganz neutral. Diese Stachel-Igel, die geben nur zweimal Sternteile. Die Stelle ist sehr blöd, weil wir müssen die Fackeln eben perfekt treffen. Nur so kommen wir weiter. Oh, schön mit Bande. Nice. Was soll das denn nun? Hey, habt ihr gesehen, ich stand gerade auf der Luft. Weil das Ding noch nicht fertig hochgefahren war. So, und jetzt sind wir auf der anderen Seite des Planeten, also quasi an der Decke, wenn ich das richtig gesehen habe. Das Ganze hat sich jetzt gedreht. Was? Was mir heute alles passiert. Das könnte noch ein sehr lustiger Part werden. Ey, komm mal her da, Bro. Hier. Yeah. War du. Mir wurscht, ja. Ich brauche eine Münze. Von denen kriegt man nämlich immer Münzen, wenn man sie killt. Nein! Ah, wow, warte auf mich. Shit. Da vorne ist eingesperrt, der Stern. Hier, Assis. Ja, und jetzt ist der Timing gefragt. Wir müssen die beiden Fackeln anzünden und erst dann kommen wir an ihn heran. Ja, es ist nicht ohne. Da braucht man schon den ein oder anderen Versuch normalerweise. Hallo, Plattform, Plattform! Hat er jetzt ernsthaft... Ja, komm, ich schaff's jetzt eh nicht mehr, aber vielleicht eine wenigstens. Nein. Die Plattform kam einfach 10 Jahre nicht. Ich weiß nicht wieso. Und die Glut hätte ich noch töten sollen, weil dann habe ich jetzt hier nämlich Ruhe, aber... Ja, vielleicht schaffe ich es ja jetzt gleich. Am besten springen, dann ist es leichter. Ja, sollte es normalerweise sein. Das wird aber nichts. Klappt leider nicht. Wir brauchen länger für den Scheiß hier. Warte mal, können wir von hier aus denn zumindest die eine anzünden? Geht das irgendwie? Ja, ich weiß nicht wie, aber es ging. Und jetzt warte ich mal kurz. Komm, jetzt noch die eine da hinten und dann ist gut. Das ist so nervig, die Stelle hier. Aber eigentlich schaffe ich es eigentlich ganz schnell. Nur jetzt bin ich mal wieder am Sacken. In Mario Galaxy LP, glaube ich, war es First Try. Ach komm, ich springe jetzt einfach in... Nein, das wollte ich doch gar nicht! Oh mein Gott, was hab ich getan? Das wollte ich gar nicht. LOL, was zum Teufel? Ich stehe im Feuer, ich werde sterben. Oder? Werde ich sterben? Nein! Oh Gott, wie episch! Ich wollte eigentlich springen, also auf diese Fackel zuspringen und dann werfen, damit das Feuerball auf jeden Fall die Fackel trifft. Aber so habe ich mir das nicht vorgestellt. Das war... epic. So hat den Stern, glaube ich, noch nie jemand geholt. Geisteskrank. Ja, da war ja jetzt ja echt schon einiges los in den ersten 10 Minuten dieses Parts. Und es geht weiter. Mission 3. Die nennt sich... Zwischen eiskalt und glutheiß. Also statt zwischen Skill und Fail. Es ist jetzt glutheiß und eiskalt. Ach, sieh mal einer an. Das ist ja die Strecke, die wir mit dem Schatten-Mario abgelaufen sind. Das ist ja interesting, oder? Was ist denn hier passiert, bitte? Wer ist denn hierfür verantwortlich? Wow! 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 Also der Anfang hat sich echt gewandelt.
jeden Fall Kontakt mit jeglichem Feuerball vermeiden. Hast du nicht gehört, oder was? Aber man könnte das zumindest als Sonne missbrauchen. Ah, ich sehe schon. Hier brauchen wir wieder eine Feuer. Hier sind Sternteile. Aber Vorsicht, das Wasser ist wieder eiskalt. Nicht zu lange berühren. Ja, wo ist die Blume? Das ist die Frage. Ich sehe sie nicht. Ich sehe aber hier einen Block mit Sternteilen. Wir wollen ja vorsorgen für die ganzen Gommelumas. Und hier könnte was sein. Ah. Ist nur ein One-Up. Nicht das, was ich gesucht hatte. Ich weiß es im Übrigen gerade wirklich nicht, wo sie ist. Scheiße, spring doch! Boah, fast hätte ich ein Leben verloren. So. Ach so. Schnell hochschrauben, das Ding. Ein Wunder, dass das noch geklappt hat. Ich kam nämlich ziemlich spät. Und dann können wir da rein. Und so einen Mega-Sprung vollführen. Wow. Oh, oh. Schon ist es wieder heiß. Jetzt weiß ich, wo die Blume ist. Aber ihr geht es nicht besonders gut. Hey, da oben ist was. Kommt Luigi da hoch? Na klar kommt er da hoch. Das ist eigentlich ziemlich lol. Weil dann kann ich ihn abkürzen. Normalerweise müsste ich da außen rum lang gehen und da ist sogar noch ein One-Up. Na dann. Long Jump! Also ich müsste hier rüberkommen, über diese ganzen Plattformen. Ist nichts besonders Schwieriges. Und die Hauptaufgabe muss ich ja sowieso noch lösen. Und zwar ist das folgendes. Wir müssen... Ist hier was? Nein. Das müssen wir schon mal nicht machen, weil wir müssen das hier hochdrehen. Und die schicke Mode, das. Oh! Haha! Keine Ahnung, was ich gerade gesagt habe. Vielleicht war das Arabisch. I don't know. Oh Gott. Ich hatte nur Angst. Das war so ultra knapp. Ich weiß echt nicht, was in diesem Part abgeht. Oh doch, er hat's geschafft. Er hat's geschafft. Ich weiß nicht, was abgeht, aber es ist auf jeden Fall sehr cool heute. Renn! Bloß nicht springen, das kostet Zeit. Jetzt habe ich Pech, dass da das Wasser kommt. Er zieht euch! Wieso kann ich den nicht killen? Er bleibt stecken! Dabei ist er doch so dünn! Komm! Ja! Es hat hingehauen. Oh yeah! Jetzt sind wir genau da, wo wir das Rennen begonnen haben. Wir müssen uns nicht eilen. Wir können das in aller Ruhe machen. Diesmal ist es aber so, dass es auch ein paar Lava-Passagen gibt. Aber das macht keinen großen Unterschied. Denn wenn wir sie berühren, werden sie zu Eispassagen. Oh Gott, das dreht sich noch. Einzige Schwierigkeit ist halt... ja, wie gesagt, dass es sich dreht und man muss aufpassen, dass man keinen dummen Fehler macht. Und dass man schnell genug ist bei den Lava-Passagen, weil man braucht schließlich die Eisblume. Und die hält genauso wie die Feuerblume nicht ewig lang. Sollen wir wieder den Longjump machen? Ich überlege gerade. Eigentlich? Ja, warum nicht? Was spricht dagegen, ne? Oh, das sah so schön aus, wie er sich gedreht hat in der Luft und an den Sternen gegrabt hat. Wunderbar. Was einmal klappt, klappt ein zweites Mal. Zumindest oft. Weiter, immer weiter. Safe. Schade, jetzt sind wir durch mit der Galaxie. Die war wirklich toll, oder? Der Oberhammer. So, wir haben jetzt zwei große Galaxien hinter uns. Eine gibt es noch. Machen wir die jetzt, oder? Wie schaut es mit der Zeit aus? Ja, wir machen die. Die Sandinselgalaxie ist das. Wüste hatten wir nämlich noch gar nicht. Selbstverständlich haben die Entwickler es nicht vergessen und auch eine Wüstengalaxie einprogrammiert. Mission 1, der Luftstrom des Sandtornados. Und ich glaube, es gibt hier einen Green Star. Über einen Gommeluma und ich bin ja auch 80% sicher,
dass er existiert und wo er ist. Das weiß ich auch. Eine coole Wüstenmusik hören wir hier. Nicht ganz so nice wie in Mario 64, aber durchaus gelungen. Ich finde den Sand auch ganz schön für die Verhältnisse. Schaut schon nicht schlecht aus. Und nicht nur für Wii-Verhältnisse, sondern für Wii-Anfangsverhältnisse, weil das Game kam ja am Anfang der Wii raus. 2007. Schon beachtlich. Wie ihr seht, können wir die Tornados ausnutzen, um sicher... Muss ich? Ja, anscheinend. Um sicher die nächste Insel zu erreichen. Ich weiß jetzt nicht, wie Luigi seine Arme da so weit auseinander kriegt. Aber vielleicht hat der Typ noch mehr Fähigkeiten, als es den Anschein hat. Möglicherweise. Ja. Jetzt sollte man am besten nicht den Boden berühren, denn sonst gibt es Probleme. Oh, oh, oh. Oh, ah, okay, da darf man hoch, da darf man hoch. Halt, 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 halt. Ich will da hoch, ich will da hoch. Das ist gut, das ist cool. Juhu! Oh, du Zange. Falscher Moment. Neue Chance, neues Glück. Yes, ja. Kann man nämlich abkürzen. Ach du Scheiße. Was ist heute los? Das war so knapp wieder. Wie gesagt, eine Berührung und man ist sofort tot. Das gilt natürlich auch für da oben. Das ab, das lasse ich lieber. Das braucht's nicht. Lassen wir es bleiben. Gespeichert werden die ohnehin nicht. Also wenn man einmal die Wii ausmacht, dann wird das wieder resettet. Das ist bestimmt den meisten von euch schon aufgefallen. Wenn ich logischerweise die Parts nicht alle an einem Tag mache. Dass da dann hin und wieder mal was fehlt. Ah, warte, 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 warte. Vorsichtig. Beeilung, Mann! Achso, das war noch nicht mal notwendig. Das war nur ein Bonus. Ich dachte, ich muss das machen. Ich bin schon so leicht in Panik gerade. Oh, hier gibt's aber viele Sternteile wieder mal. Wieso sind die jetzt zerpufft? Was zum... Okay. Ich war den Machern wohl zu lahm. Alles klar. Da begibt man sich schon in Gefahr und dann kriegt man nicht mal einen sicheren Preis. Voll die Verarsche. Hau ab. Du auch. Geht alle sterben. Ich mag euch nicht. Wieso kann ich mich so langsam bewegen bloß? Das ist doch Sand. Der müsste mich doch normalerweise in die richtige Richtung bringen. Oh mein Gott. Luigi, beeil dich. Hallo. Jetzt mach doch schneller. Luigi, du Lappen. Was machst du denn? Spring. Oh Gott, spring. Ich weiß gar nicht, was ich falsch gemacht habe. Warum hat er sich nicht schnell bewegt? Wie eine Schnecke ist er vorangetrabt. Idiot. Mann, 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 Mann. Und Kentucky Fried Chicken. Hot Wings hinterlässt er. Leckere Hot Wings. Flix. Oh Gott! Nein! Wow! Ich lebe noch! Oh Gott! Ich habe die ganze Zeit die Luft angehalten, weil ich wusste, das wird ultra eng. Und ich hätte wirklich nicht mehr darauf gewettet, dass ich das gerade biege. Aber heute geht alles. In diesem Part geht alles. Ich lasse den am besten. Verzichte ich einfach mal auf Hot Wings. Und schnapp mir da stattdessen einen Boss-Burger oder so. Ist eh geiler. Was zum Geier? Ich glaube, das Spiel hat irgendwas gekifft. Mann. Darf ich mich jetzt entscheiden, oder wie? War auf jeden Fall richtig. Ich wollte aber noch sagen, der Bonusstern, also der Secret Star, kommt wohl nicht in Mission 1 vor. Sonst wäre der schon längst aufgetreten, der Gourmet Luma. Weil ich weiß ja in etwa, wo er ist. Und
Das kommt in einer anderen Mission vor. So, jetzt muss hier genau ein Sprung gut sitzen und das ist der hier. Es geht auch nur mit dem Wandsprung. Nicht schwer, aber man muss es halt wissen und hier... Ja. Keine Ahnung, macht man am besten so. Dann draufstellen. Ja, ich glaube, das soll man auch mit dem Wandsprung machen, aber hier muss man es nicht tun. Das geht auch ohne. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Jetzt aufgepasst. Wenn ich jetzt da runterfalle, dann glaube ich, schaffe ich es nicht mehr, mich zu retten. So. Aber ich glaube, ich darf in dem Sand auch stehen. Nur in dem ganz... ja, orangenen nicht. Der ist zu tief. Hau drauf, Mann! Du Lappen, Mann! Jetzt fällt wieder rein! Spring doch! Spring! Ah! Ja! Oh Gott! Dieser Part ist der Wahnsinn! Da brauche ich jetzt tatsächlich mal ein bisschen Erholung. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal bei Super Luigi Galaxy. Ach, da ist er gekommen, der Gummi.